sports. It's in the game. Hallöchen Leute, willkommen zu einem neuen Let's Test, nämlich zum fünften Let's Test zu EA Sports UFC. Dieses Game, kurze Infos natürlich dazu, ist am 17. Juni 2014 für die PlayStation 4 und Xbox One erschienen und vor einer Woche sozusagen für die iOS und Android-Geräte, natürlich auch für die Handys. Ich zeige euch ganz kurz das Game. Ich habe es einmal gespielt, obwohl ich schon fast ein Jahr jetzt besitze. Ich werde euch einen schnellen Kampf zeigen. Es gibt verschiedene Modi, wie ihr es zum Beispiel von EA gewohnt seid, dass ihr selber Kämpfer bestimmen könnt oder kaufen oder basteln könnt. Einstellungsmäßig kann man auch was einstellen. Ich habe keine Ahnung, wie das funktioniert. Das ist jetzt auch mein erster Kampf, den ich machen werde. Dann könnt ihr zum Beispiel einen Karrieremodus mit eurem eigenen UFC-Trainer machen. Ein Walkthrough, spiele das Territorial durch. Challenges, wie man trainiert. Aber ich würde mal sagen, mache mir einen schnellen Kampf erstmal. So, natürlich gehe ich in die linke Ecke. So, mal gucken, wie tut man eigentlich Fighter ein... Nee, Fighter nicht. Nee, das will ich doch gar nicht. So, dann schauen wir mal. Da sieht man die verschiedenen Statistiken, wo sie besser sind am Stand, Boden, Submission. Also, wen nehmen wir? Wanderlei Silver, nein. Shail Sonnen, nope. Glover Tux, nee, L2, da wechselt man die Gewichtsklasse. Chris Whiteman, Welterweight, Welterweight, soll ich mich Welterweight oder gehe ich doch Leichtgewicht oder gehe ich doch Anthony Pettins, das ist ein genialer UFCler. So, Josh Thompson, Josh Aldo, Donald, Nate Diaz, das ist auch ein richtig guter UFCler, Frankie Edgar, TJ oder gehen wir doch lieber Badam, nee. Johnson, Fleder, Bottomfrauen, Ronda Rousey, Misha Tate, Kat Zingano, Liz Carmuche, Alexis Davis, Sarah Kaufmann, Sarah McMahon und Ronda Rousey. Also ich muss sagen, dass trotzdem Frauen auch dabei sind, das ist echt cool. So, haben wir eventuell vielleicht irgendwo Brock Lesnar, ich hätte nämlich Bock auf Brock Lesnar. So, was? Suplex City, Bitch? Nee, nein. Nee, irgendwie doch nicht. Ken Velasquez? Nehmen wir Ken? Ja, komm, ich nehme Ken Velasquez. So, Anfänger machen wir mal auf leicht. 5 Runden. Rundenlänge beschleunigt. Und wir gehen natürlich in den MGM Grand. In Las Vegas. Und fangen wir an. Hallo? Wie fangen wir an? Achso, weiter zum Kampf, ups. Junior Dos Santos gegen Cross Valleques. Mal schauen. Ich bin echt mal gespannt, ob sie auch Entrances eingefügt haben, EA Sports. Weil das hat mir damals früher bei THQ gefehlt. Es ist echt ein cooles Spiel, wenn man so nebenbei spielen will, wie als Beispiel mal Mortal Kombat oder so. Ist UFC so mal mit ein paar Runden schon lustig. Between Cain Velasquez and heavyweight superstar Junior Dos Santos. Es sieht schon richtig geil aus. Episch. Coming off a great training camp, he is very well prepared, extremely focused, and ready to run right through his opponent. Junior Dos Santos probably has the best boxing in all of MMA. Devastating one-punch knockout power and an ever-improving ground game to go with it. The former UFC heavyweight champion is one of the best fighters in mixed martial arts and a devastating heavyweight fighter. Also man muss sagen, grafisch gesehen ist es echt eine Perle. Da haben sie echt einiges gemacht. Und Mimiken und Gesten, wie ein Kämpfer in den UFC-Ring reingeht, haben sie auch sehr gut übertragen. Grafisch gesehen kann man sich echt nicht beschweren. Sieht richtig gut aus. Richtig, richtig gut aus.
Cain Velasquez, ready to go to battle once again inside the octagon. Okay, die Mimikern hätte ich ein bisschen noch besser, hätten sie echt besser machen können. Aber mit Andrews ist schick. Und dann noch die Kommentare dazu. So, ich bin mal hier. Ja, in Las Vegas natürlich. Nee, ich bin echt mal jetzt gespannt, wie die Steuerung ist. So, und die Tails kommen auch noch. 31 Jahre alt. Hui. Alter Mann. 1,96 Reichweite. Nicht schlecht, ey. Geil. Hört ihr das an? Hört euch das an. And now, this is the moment UFC fans have been waiting for. Live from the MGM Grand Garden Arena in Las Vegas, it's time! 5 rounds in the UFC heavyweight division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a boxer, holding a professional record of 16 wins, 3 losses. Standing 6'4" tall, weighing in at 238 pounds. Fighting out of Salvador, Brazil. Ladies and gentlemen, he is the former UFC heavyweight champion of the world, Junior Cigano. This man is a mixed martial artist holding a professional record of 13 wins, 1 loss. He stands 6'1" tall, weighing in at 240 pounds. Fighting out of San Jose, California, USA, presenting the reigning, defending, undisputed UFC heavyweight champion of the world, Cain. Wenn ich nur Bruce Buffer höre, könnte ich gerade durchdrehen. Episch, episch. So Leute, dann würde ich sagen, beginnen wir mit einem gemütlichen Battle. Ich bin echt mal gespannt, wie die Steuerung ist. So. So, gehen wir gleich in den Klitsch rein und mal schauen. Oh, so. Komm. So, komm, wie macht man jetzt den Klitsch? So, ich. Okay, da ist Knie. Okay, das sind Punches. Okay. Ich muss mich halt erst. Wow! Wow, das war ein schöner Headkick. Und bam, bam. Sehr schön. Komm. Bop. Oh, schöner Frontkick. Zack. Nope. Was war das? Ups, bin ich aus Versehen Homebartung gekommen. Sorry, Leute. Zack. Zack. Okay. Komm. Klitsch. Klitsch. Oh, der hat gesessen. Wow. Schöner Spinning Kick. So. Machen wir ein paar Jobs. Zack. Und den Kicks. Okay, wenn man unten. Oh. So, brauchen wir ein bisschen Energie wieder, dass es aufladen tut. Wow! Der hat gesessen. So, komm, ich will einen Klitsch. So, komm. Die Frage ist halt jetzt, wie tut man einen Klitsch machen? Das ist halt das Problem. Das ist das, was ich jetzt gerade sehe als kleines Problem. Ah, da kann ich arbeiten wenigstens. Sehr gut.
zack, bam. Und ich wollte eigentlich einen Kick machen. Oh. So, sein Kopf ist schon rot, wie man sieht. Also ich muss sagen, grafisch gesehen ist das schon cool. Ich meine, wenn man ein bisschen mehr schon das Spiel gezockt hat, dann weiß man, wie auch ein Glitch funktioniert. Das ist bei mir eher das Problem, gerade, dass ich nicht weiß, wie ich ein Suplex ausführe. Ah, da ist er gerade dabei. Ja, 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 komm. Sehr schön, sehr schön. Oh. Bam, bam. Ah, sehr schön. Komm. Zack. So, jetzt gehen wir wieder in den Clinch und jetzt zack, ans Bein, ein bisschen am Bein. So, komm. So, komm. Oh, oh, oh. Oh, verdammt, verdammt, verdammt. Komm her. Zack, 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 zack. So, schön ins Knie. Das Bein ist auch schon beschädigt. Und jetzt will ich mal einen Suplex ausführen. Komm. Wie führt man einen Suplex aus? L2, ich drück grad schon verrückt den rechten Analogstick, weil das ist ja der Glitch. So, komm. Komm durch. Okay, erste Runde ist Feierabend. Also, wenn ich jetzt ein bisschen Steuerung besser könnte, also, das Spiel macht schon Spaß. Ich fand eh schon, oh, sogar ein Detail ist schon drin. Ein blutige Lippe von meinem Charakter. Falls ihr es gesehen habt. So, und weiter geht's. Boom. Zack, sehr schöner Headkick. Der hat gesessen. Komm. Bitter. Aber was ich gerade merke ist, es dauert ewig, bis mal das kommt, was ich eingegeben habe. Weil ich habe eigentlich vor ein paar Sekunden... Der Drecksack. Da hat er mir einen Job. So, wie tut man eigentlich blocken? Ich muss mal blocken. Oh. Oh Gott, das geht in die Hose. Uiuiui. Sehr schöner Jaw. Bitterer Spinning Kick. Oh, meiner fängt an schon zu wackeln. Das gefällt mir nicht. Just over three now. Velasquez's hook is blocked. He saw that coming. Oh, sehr schöner Kick in die Fresse. Ah, verdammt. Komm, zack. Schöner Job. So, okay. Zack. Der wackelt schon. Verdammt. Wow, nice front kick. He connects with the hook to the head. Yes, yes. Yes, yes, komm. Jetzt ist der Kopf schon rot. Komm. Trying to find a home for that kick. Both fighters engaged. Big front kick, nicely done. Oh, he taken him with that hook to the head. Das muss doch reichen langsam. Das war ordentlich ins Gesicht. Komm. Du musst doch langsam Knockout gehen. Aber ich muss sagen, es ist sehr realistisch gemacht. Das merkt man, wie die reagieren. Oh Gott, ich muss mich da echt konzentrieren, da kann ich echt Kraut kommandieren. Zack. Dieser Kick hat richtig gesessen. So, zwei High Kicks ins Gesicht, noch ein Kick. Und, verdammt.
That'll do it for round number two. Okay, wir haben immer noch nur die leichte blutende Lippe. Weiter geht's mit der nächsten Runde. Das ist echt kritisch. Dritte Runde. Oh Gott, meiner wackelt schon. Oh, nein, hoch, hoch mit dir. Komm. So, komm. Jetzt ist die Zeit mit den Knies. Komm. So, und jetzt auseinander, komm. Verdammt. Zack. Sehr schöne Punches-Kombination von mir. Und jetzt, komm schon. Zack, komm. Wow, der hat gesessen von Dos Santos. Der hat auch gesessen. Heftig. Ohne Witz. Das geht doch nicht. Willst du nicht langsam mal Knockout gehen? Der hat... Nein. Nicht down. Komm, raus. Nein, verdammt. Yes. Sehr schön. Okay, ich muss jetzt genau aufpassen. Komm, kannst du noch blocken? Okay, blocke. So, ich blocke jetzt erstmal. Oh, das wird sehr, sehr kritisch. Sehr schön, zwei Kicks hintereinander. Noch einer. Sehr schön. Da wollte ein Tie Kick machen. Oh, verdammt. So. Yes. Yes, das war's. Das war aber ein heftiger Kick echt ins Gesicht. Boom. Dann kam die harte Nuss gegen den Kopf. Bruce Buffer has the official decision. Ladies and gentlemen, referee E. Quibbing has called a stop to this contest at 4 minutes, 12 seconds of round number 3. Declaring the winner by knockout, Kane Velasquez! Kane Velasquez, winner by knockout. Ich find's richtig cool, wie sie das noch eingeführt haben, dass er hinschaut, ob's mitmachen oder nicht. Richtig cool gemacht. Also ich finde, EA hat da echt was eingebaut in dieses Game. Also sie haben wirklich viel versucht, so gut wie unrealistisch zu machen, das Game. Ich kann es euch empfehlen, das Game. Es ist ganz cool. Wenn man die Steuerung besser drauf hat, würde natürlich auch die Kämpfe natürlich auch besser sein. Ich meine, ich kann es jetzt halt nicht so wirklich. Es ist jetzt das erste Mal wirklich, dass ich es mal gespielt habe. Ich habe es eher nur 5 Minuten, wo ich es zum ersten Mal bekommen habe, reingemacht. Und das war es, obwohl ich es eigentlich sehr bereue. Das Game ist wirklich gut. Ich kann es euch wirklich nur empfehlen. Es ist ein cooles, neues UFC. Und eine Damen-Division ist auch dabei. Und wer Ronda Rousey fighten will oder mit ihr kämpfen will, soll sich das Game sofort holen. Ansonsten, ich verabschiede mich und wünsche euch natürlich noch einen schönen Sonntag. Euer Davy, Jizzy, Koski.